Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport CO2 Weihnachtsspecial hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben etwas zu tun, nämlich da ist noch was offen von früher sozusagen. Das ging nicht vergessen, das habe ich ein bisschen vor mir hergeschoben, weil wir jetzt einiges anderes noch gemacht haben. Aber unser Polarexpress, der war doch mal so gedacht, dass er eben hier tatsächlich noch Lebensmittel mitnimmt und die zum Nordpol bringt, wenn er ja eh dahin fährt. Was wir jetzt noch machen können, zusätzlich, guck mal hier, beim Nordpol. Wir brauchen hier Maschinen, das können wir aber ändern. Wir nehmen Treibstoff mit und Treibstoff kriegen wir nämlich auch hier unten. Das heißt, wir können den Polarexpress sogar noch ein bisschen weiter ausbauen. Gut, jetzt bräuchten wir aber hier oben natürlich einen Bahnhof, weil so wie das hier ist, funktioniert das nicht. Wir könnten den hier ausbauen, dass wir hier ein Cargo-Gleis hinstellen. Das ist aber auch nicht ideal, weil der Zug fährt dann hier rein, lädt hier Passagiere ab und ja, was soll er dann tun? Einmal sich kringeln und dann hier rein. Nee, wir brauchen den Bahnhof irgendwo hier, damit der so durchfahren werden kann. Ist das überhaupt vom Gleis her richtig? Doch, der Polarexpress, der fährt auf diesen beiden Gleisen. Wenn wir hier einen Bahnhof hinstellen, dann müsste das eigentlich gehen. Und dann müssen wir natürlich den Polarexpress noch kurz umbauen. Der braucht dann noch die entsprechenden Wagen. Und da würde ich sagen, das ist jetzt wirklich sozusagen das Letzte, was wir machen, bevor wir dann zum Thema Weihnachtsmarkt kommen. Ein Kopfbahnhof funktioniert hier nicht. Wir wollen hier tatsächlich so durch. Ein Gleis, 160 Meter. Ja, kann man machen. Vielleicht sogar 240. Müsste auch gehen, weil der Zug hat doch eine gewisse Länge. Wenn ich dich so hier hinsetze, kommen wir da ins Gleis rein? Und die Frage ist natürlich, kommen wir hinten wieder raus? Das könnte schwierig werden. Wir können ja mal gucken. Ich baue den mal. Abreißen kann man jederzeit wieder. Das ist ja keine Schwierigkeit. Wenn wir sagen, wir hier rausgehen und hier oben rein. Ja, das klappt. Okay. Reinkommen wir. Das heißt, wir kommen auf dem Hinweg. Wir haben Güterbahnhof vorbei. Und jetzt hier wieder irgendwie hier runter. Geht auch. Na wunderbar, das passt doch. War ja gar nicht so schwierig. Das ist auch das richtige Gleis. Zack, das hätten wir. Jetzt würde ich sagen, schließen wir den doch gleich mal ans Straßennetz an. Und zwar gerne städtisch. Wo sind meine Straßen? Ich werde... Nee, 1850 passt eigentlich schon. Hier sind die Straßen. Das war nicht die Jahreszahl, die nicht passte, sondern der Reiter hier. Was ist das für eine? Ja, die ist okay. Die nehmen wir. Wenn wir jetzt hier gerade ausdüsen. Hier so gerade rein. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Straße. Da düsen wir mal so rein. Und dann passt das schon. Schön mit Bäumchen. Dann Gebäude. Cargo. Was haben wir hier Schönes? Zu wenig. Man könnte hier natürlich auch nochmal irgendwie sowas wie hier oben machen. Nee, ich dachte jetzt gerade wegen dem Licht. Mir geht es tatsächlich ums Licht, dass wir hier auch noch irgendwie eine Lichtquelle haben. Aber wir stellen dich mal hier hin. Machen wir dich mal zack dorthin. Sehr schön. Jetzt bevor wir was beim Zug machen, können wir hier eigentlich schnell gucken. Beziehungsweise das wäre dann hier gewesen. Hier die Brötchen, hier den Treibstoff hinbringen. Okay, das heißt, wir machen zwei Haltestellen. Nicht beim Zug, sondern hier. Also von hier kommend, würde ich sagen, gehen wir hier hin. Und hier oben gehen wir hier hin. Sehr gut, das wären dann zwei neue Linien. Von hier nach hier. Das ist dann Kollege Treibstoff. Caps Lock noch raus. Treibstoff. LKW. Südpol war noch hier, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Doch, doch, müsste stimmen. Ne, Ober-Nordpol, dann sind wir am Nordpol. Stimmt, der Südpol war auf der anderen Seite. Nordpol. Okay. Dann haben wir noch eine weitere neue Linie. Die wäre dann von hier runter. Und das wäre dann... ja, was machen wir denn da? Weihnachtsstollen haben wir, glaube ich, schon. Und was gibt es denn noch für ein typisches Ding, was man an Weihnachten isst, zum Beispiel hier in der Schweiz? Wie schreibt man das? Fondue? Fondue LKW. So. Nordpol. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Ich glaube, das kennt man aber tatsächlich in Deutschland und Österreich auch Fondue. Also, das hätten wir. Ein Depot haben wir hier auch, wegen den Bussen. Machen wir Cargo. Und auch hier, ich würde sagen, wir bleiben bei den Kutschen. Das passt doch perfekt hier.
Okay, davon 5 Stück. Kaufen, dann wäre das der Fondue Express. Und dann brauche ich, nein, nicht dich, sondern wo ist jetzt mein Depot? Ich habe doch gerade ein Depot gebaut. Nee, hier hinten. Wir haben kein Depot gebaut. Ausnahmsweise, ich war durcheinander, weil ich sonst immer Depots baue. So, alle Güter, das passt. Machen wir davon auch 5. Und das wäre dann der Treibstoff. Sehr schön. Dann haben wir hier das schon mal angeleiert. Der Zug fehlt jetzt natürlich noch. Wo sind sie denn? Wahrscheinlich beim Depot, würde ich sagen. Das wäre hier oben. Ja, da kommen sie raus. Sehr schön. Hat ein bisschen was vom Wilden Westen. Aber mit dem Männchen hier drauf, würde ich sagen, passt das. Ja, schön. Es ist halt wirklich alles auf Weihnachten getrimmt hier. Definitiv. Gut, jetzt müssen wir aber den Zug noch schnell ändern. Den Fahrplan müssen wir ändern und den Zug selber. Das hier ist der falsche. Wir bräuchten jemanden vom Polar Express. Da kommt er doch. Jawohl, sauber. Also erstmal Kollege Fahrplan. Moment. Ne, ich muss es anders machen. Diesen hier, dann zack, diesen hier. Dann haben wir hier Kollege Polar Express. Linie verwalten. Also vom Nordpol fahren wir direkt wieder zurück, weil wir müssen vom Südpol herkommend hierhin. Zack. Oh, Fehlermeldung. Okay. Dann hierhin. Warum haben wir jetzt eine Fehlermeldung? Fehlen da die Gleise oder was gefällt dir nicht? Wir fahren ja hier schon durch. Also das ist ja eigentlich kein Problem. Dann kannst du hier doch auch anhalten. Das ist irgendwie was anderes. Moment. Also das müsste doch passen. Was haben wir denn jetzt für eine Fehlermeldung? Doch, ist der Polar Express, der hier ein Problem hat. Hier steht aber nichts mehr. Von wegen Problem. Blip, blip. Wahrscheinlich, dass die Haltestellen nicht zusammenpassen. Das ist schon klar. Das eine... Oh, ändert sich das, wenn wir die Wagen reinhängen? Wahrscheinlich ja, weil mit den Personenwagen, die er jetzt hier hat, kann er natürlich hier eigentlich nicht halten. Der macht es in die falsche Richtung. Ach nee, er fährt da lang. Okay, dann passt's. Gut, dann ist es richtig. Ich kontrolliere das aber lieber nochmal. Nachher. So, zack, den. Jetzt Fahrzeug müssen wir so machen. Wir haben hier eine BR01 und zwar die Variante 1092. Ja. 2050. So, nochmal zumachen. Das muss neu geladen werden. Muss den Zug nochmal haben. Dankeschön. Ja, ich bin gespannt, ob das weggeht. Das muss weggehen, weil die Linie passt ja. Das muss weggehen, sobald wir die Güterwagen haben, dann funktioniert es eben auch am Güterbahnhof. Also, nochmal den hier. Zack, zack. Ja, da haben wir die Lokomotiven. Jetzt habe ich gesagt eine 1092. Das wäre die hier. Hinzufügen. Und die Wagen waren, glaube ich, diese preußischen Durchgangswagen, wenn ich mich nicht täusche. Die haben wir. Da haben wir die. Und da ist nämlich auch der Niklauswagen dabei. Genau. Also, machen wir dich mal hinzu. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht zu viele nehmen. Weil wir brauchen natürlich auch noch ein bisschen Platz für die Güterwagen. Machen wir es mal so. Dann Cargo Lebensmittel. Hier, das sind die Wagen, die ich tatsächlich dann für den Weihnachtsmarkt gerne hätte. Die nehme ich jetzt ganz bewusst nicht. Wir nehmen mal die hier. Die sehen doch cool aus. Was können die transportieren? Lebensmittel, das ist in Ordnung. Machen wir mal 2. Und dann, warum nicht diese Wagen dazu? Ja, ist okay. Ja, 1, 2. Und schon passt. Wenn ich das jetzt ersetze, müsste eigentlich die Fehlermeldung weggehen. Mal gucken. Tatsächlich, ja, es ist halt ein schlaues Spiel. Eben, man kann natürlich nicht mit Personenwagen hier anhalten. Also kann man schon, aber es bringt ja nichts. Weil, ja, die Leute, die steigen hier nicht aus. Aber so funktioniert es. Sobald man hier eben die Güterwagen dran hat. Jetzt sehen wir den Zug auch noch. Nett. Kombinierter Person- und Güterzug. Verkehr. Sehr schön. Dann haben wir es. Hier oben, das Ganze müsste eigentlich auch passen. Ja, die LKWs bzw. die Kutschen sind hier unterwegs. Sauber. Gut, dann haben wir das aber wirklich jetzt in Rekordzeit eigentlich noch gemacht. Ich hätte gedacht, dass wir hier mehr Mühe haben,
Hier mit diesem Bahnhof, dass wir den hier an die Gleise rankriegen, wenn der so nah hier dran ist. Und guck mal, der Höhenunterschied. Aber ja, hat problemlos funktioniert. Gut, dann kommen wir zum Weihnachtsmarkt. Allerdings, diese Folge ist fast schon rum. Wir werden jetzt mal kurz gucken, wo wir den hinmachen. Entweder machen wir den irgendwo ins freie Gelände. Das würde ich nicht. Ich würde den gerne in einem Städtchen haben. Hier hätten wir den Südpol. Hier oben hätten wir St. Nikolaus. Würde mir eigentlich fast am besten gefallen, St. Nikolaus und ein Weihnachtsmarkt. Aber ich möchte auch ein bisschen auf die topografischen Bedingungen hier Rücksicht nehmen. Der Nordpol wäre auch nicht schlecht. Ein Weihnachtsmarkt am Nordpol. Und hier hätten wir noch Wichtelhausen. Das ist mir zu bergig, zu hügelig, weil ich möchte eine freie Fläche haben. Oder eine geradene Ebene, die werden wir uns bauen. Ja, ich tendiere tatsächlich hier zum St. Nikolaus, dass die den Weihnachtsmarkt kriegen. Dann können wir nämlich je nachdem die Bimmelbahn natürlich auch noch verlängern, dass die auch noch nach hinten düst. Wohin mit dir? Das hier wäre relativ eine schöne Gegend, so ein bisschen den Wald außenrum haben. Mhm. Machen wir die Straße mal weg. Ich mache mal Pause, sonst bauen sie gleich die Straße wieder. Und dann würde ich das Ganze gerne hier eben ebenerdig haben. Wie machen wir das am besten? Indem wir das hier nehmen. Und das Ganze gerne mit der größten Werkzeuggröße und der größten Stärke bearbeiten. Dann haben wir den Effekt, da passiert nicht viel. Ja, das habe ich gesucht. Ich nehme immer zuerst das Falsche. Keine Ahnung warum. So. Bereiten wir mal alles vor, damit wir dann morgen tatsächlich hier dazu übergehen können, den Weihnachtsmarkt hinzustellen. Wie groß muss der sein? Oder wie groß soll der sein? Das ist um Gottes Willen kein Müssen. Ich würde sagen, ein bisschen größer darf er noch sein. Noch ein bisschen nachher hinten. Weil eben da auch noch eine Bahn reinfahren soll. Und die muss ja auch von irgendwo kommen. Allerdings, das könnte man natürlich auch so machen. Dass die einfach aus dem Wald rauskommt mit der Spitzkehre. Das werden wir uns ansehen. Und die Bäume hier, die muss ich leider kappen. Ich brauche meinen Baum, Kollegen. La Baum haben wir hier. La Radiergummi ist hier. Und hier ist La Größe. Zack, und schon ist das weg. Hier noch ein bisschen. So, außenrum ist okay. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz zum Terra-Tool. Damit wir das hier noch ausgleichen können. So, und jetzt müsste das hier Topf eben sein. Das heißt, wir müssen hier vernünftig den Weihnachtsmarkt hinkriegen. Den Schnee würde ich lassen. Ich würde das jetzt nicht zubetonieren. Ich finde, der Weihnachtsmarkt, der braucht Schnee. Wie die Leute dann hier runterkommen. Darüber schlafe ich noch mal eine Nacht. Das weiß ich auch noch nicht. Aber irgendwie werden wir es hinkriegen. Ich tippe mal auf eine Brücke oder eine Unterführung. Aber das sehen wir dann in der Folge von morgen. Ich kann wieder laufen lassen. Vielleicht bauen sie die Straße wieder hin. Das ist uns egal. Dann nehmen wir sie wieder weg. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und morgen ist es dann soweit. Wir starten die große Aktion. Weihnachtsmap. Weihnachtsmap, Weihnachtsmarkt. Ahoi. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.